herzlich willkommen zu meinem Kurzvideo zu den Grundkompetenzen zu Windows 11. Und jetzt geht es wieder um die Taskleiste, wie man sich einzelne Elemente ein- oder ausblenden lassen kann. Wenn ich herunter in die Taskleiste gehe, habe ich hier zum Beispiel dieses Symbol für Chat. Und wenn ich das ausblenden möchte, fahre ich auf eine Freistelle der Taskleiste, rechte Maustaste, Taskleisteneinstellungen. Ich lande im Einstellungsmenü und kann mir dann hier überlegen, welche Elemente ich automatisch angezeigt haben möchte. Wenn ich jetzt hier das Hackerl wegnehme, das Hecke wegnehme bei Chat, schließe es, dann ist es hier nicht mehr vorhanden. Und so kann ich dann auswählen, was eingeblendet wird. Und das war's schon. Danke für deine Aufmerksamkeit.